Hallo Wanderfreunde, heute ist der 20. November 2024 und ich bin hier unterwegs auf meiner vorletzten Tour für meine Harzer Wandernadel. Ich bin ja gleich zum Start in einen ordentlichen Anstieg geraten und ihr seht, es ist weiß. Wir sind also so zwischen 0 und 2 Grad, schätze ich mal, an diesem Wochenende. Weiter oben wird wahrscheinlich noch mehr Schnee dazukommen. Ja. Und wenn ich oben bin, dann starte ich mal meinen Aufruf für meine Kaiserwanderung. Ja, falls euch das Video interessiert, dann bleibt dran. Es sind heute 4 Stempelstellen geplant. Der Himmel verspricht einiges. Ich habe sogar schon wirklich gerade über mir viel Blaues gesehen. Das wird eine schöne Wanderung. Sonne, Schnee, blauer Himmel, das passt gut zusammen. Also bleibt dran. Hi, ich nochmal. Habe ich, glaube ich, vorhin versprochen, es ging nicht ums Wochenende. Heute ist nicht Wochenende, mir kommt das zwar so vor. Aber dadurch, dass ich in Sachsen arbeite, habe ich heute einen Buß- und Bettag. Das heißt, einen Feiertag. Ich habe frei. Und deswegen bin ich hier im Harz unterwegs. Ich habe doch wirklich mit dem Wetter wahrscheinlich Glück. Ja, jetzt kommt die Einladung. Also, liebe Community, liebe Freunde des Wanderns und wer auch immer sich das anschaut, ich lade euch recht herzlich ein, mich bei meiner letzten, ich nenne es mal Kaiserwanderung, dort zu begleiten. In einer lockeren Runde. Ich habe auch die Tour auf Komoot schon mal freigestellt. Kann sich also jeder angucken, wo es da lang geht. Gestartet wird am 7. Dezember. Und zwar ist es ein Sonnabend. Ich habe mal 8 Uhr reingeschrieben als Startzeit. Also die Infos sind natürlich dann auch in den Kommentaren zu finden, in der Videobeschreibung besser gesagt. Ja. Und 8 Uhr Start am Bahnhof in Elend. Es geht dann über ziemlich viele Stempelstellen. Also es wird eine richtige Stempelschlacht. 7 sind es für den Wanderpass und dann kommen noch ein paar Sonderstempel dazu. Und ein paar Begleithefte werden dort auch noch bedient. Ja, das wird toll werden auf jeden Fall. Es sind so, geplant 21 Kilometer, sind auch ein paar Höhenmeter. Ich weiß jetzt gar nicht die Zahl so genau. 500, 600, 700 so in dem Dreh. Aber das könnt ihr ja dann, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Ich blende noch mal jetzt gleich die E-Mail-Adresse ein, wo ihr bitte mal euer Interesse bekundet. Ich will ja auch wissen, ja, kommen da viele oder kommt nur ein Einzelner? Wie auch immer, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Und witzigerweise, ja, seht ihr das hinter mir, das Schild? Habe ich gar nicht vorher so recherchiert. Ich bin hier auf dem Kaiserweg. Also wenn das kein Zufall ist. Ja. Nee, das kann kein Zufall sein. So rum. Okay, also herzliche liebe Einladung an euch da draußen, wenn ihr mal mit mir eine Runde drehen wollt und vielleicht wird die Truppe ja insgesamt interessant, wenn da ein paar Leute zusammenkommen. Das wäre auch für mich ein schöner, dankbarer Abschluss, wenn ich dann meinen Kaiser dann in Blankenburg dann einreiche. Okay, alles klar. Also man sieht sich und ich gehe jetzt mal weiter auf meiner Tour. So, allein schon für diesen Ausblick hat es sich gelohnt, heute bei Zeiten aufzustehen. Guckt euch das an. Toll.
So, hier bei dieser wunderschönen Kulisse. Ja, Wahnsinn, dieser Himmel heute. Ja, er sieht aber auch da hinten ein bisschen anders aus. Und da hinten, muss man sehen, in welche Richtung ich dann nachher gehe, ob ich dem entgegengehe oder aus dem Weg gehe. Und hier ist meine erste Stempelstelle für heute. Der Stapenberg Nummer 33. Ja, hier trinke ich jetzt erstmal ein Käffchen. Ja, jetzt bin ich hier gleich bei der zweiten Stempelstelle für heute. Und hier muss ein kleines Gehege sein. Ich habe hier gerade ein Wildschwein gesehen. Ach, mehrere. Nicht nur das jetzt hier. Nein, nicht das. Das meine ich nicht. Sondern dahinter versteckt sich eins. Da. Da stehen sie. Man hört es richtig fressen. Und grunzen. Das quietscht beim Laufen. Die mögen sich nicht. Futterneid wahrscheinlich. Schweine und Pecaris. Achso. Welches Schwein hier wo weltweit zu finden ist und welche Ausprägungen hat. Ja, Schweine können sehr unterschiedlich aussehen. Der Weg ist gesperrt wegen Bauarbeiten. Tja, interessant. Mal gucken, wie ich hier weiterkomme. Ach, das ist die Gruppe, die ich vorhin schon gesehen habe. Haben heute Ausflug. Ja, hier bin ich am Waldgasthaus Christianenthal. Und hier ist auch der Stempelkasten. Hier hat man eine Aufgabe aus diesen vier Ringen, der untere ist fest, die richtige Person zusammen zu basteln. Ja, zum Beispiel könnte man sich orientieren an den weißen Streifen hier. Mal gucken, wo die irgendwo sind bei dem. Nein, das passt nicht. Ja, das passt. Das passt schon mal gut zusammen, jawohl. So. Das hier passt auch gut zusammen, aber der Kopf passt noch nicht. Da muss ich. Ah, gut. Geschafft. Geschafft. Ups. Mal gucken, ob die anderen auch gleich stimmig sind. Jawohl. Der stimmt auch. Wenn einer stimmt, stimmt wahrscheinlich. Ja, stimmt der Rest auch. Sehr schön. Aufgabe gemeistert, kann es weitergehen.
So, hier bin ich so bei 500 Meter Höhe und hier ist natürlich alles wieder schön mit Schnee bedeckt. Und da muss ich natürlich hoch. Was ist das hier? Der Scharfenstein, Stempelstelle 34. Ja, guckt euch mal die Bäume an hier, wie die gewachsen sind. Mal sehen, was da oben für ein Ausblick ist. Sehr urige Treppe hier. Ja, die Sicht ist heute natürlich eingeschränkt. Sonne ist weg. Da ist ein bisschen blauer Himmel sogar noch. Und es schneit. Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen an der Kamera. Ich lasse mal so das Bild ruhen. Tatsächlich fällt hier oben ein bisschen Schnee. Schön. Jetzt wird gestempelt.
So, hallo Wandersleute, ich habe hier mal einen Spruch reingeschrieben. Hier in dieses Buch bei der Stempelstelle 36. Das ist ja also an der Talsperre, an der Zillerbach-Talsperre. Und die Stempelstelle selber heißt Peterstein. Ja, und schaut euch mal diese schöne Ansicht an. Ich bin ja heute hier am 20.11. da, aber was soll's, wunderbarer Sonnenschein, schöne Aussicht, ein bisschen Schneefall. Man sieht ja hier ein bisschen Schnee auch rumliegen, ein bisschen windig ist hier oben, aber ansonsten toll. Ja, man kann sehr schön weit gucken. Ja, müsst ihr unbedingt mal hierher zu diesem Peterstein. Da geht sie zu Ende. Meine vorletzte Tour für den Wanderkaiser. Und hier schön am Zillerbach entlang. Ich war ja vorhin gerade an dieser Zillerbach-Talsperre. Ja, der begleitet mich hier schon eine ganze Weile. Ja, es waren schöne Wege mit dabei. War ein bisschen Anforderung auch mit dabei. Das heißt, ja, ein paar Anstiege, ein paar Höhenmeter gemacht. Die Abstiege waren dann teilweise matschig, aber insgesamt alles gut machbar. Was natürlich toll war, die Sonne war heute Morgen am Start gleich draußen. Und je höher man kam, umso mehr Schnee lag dann auch. Das waren wunderschöne Bilder eigentlich, die sich da ergeben haben. Ich hatte schon gesehen, dunkle Wolken zogen auf und so war es dann auch. Sonne war weg für ein paar Kilometer. Und hat es dann auch ein bisschen mehr geschneit. Ja, schön. Ein bisschen Winterlandschaft gesehen sozusagen. 4 Stempel geschafft. 6 Stück sind jetzt nur noch übrig. Deswegen nochmal der Aufruf. Denkt dran, am 7.12. mache ich meine Kaiserwanderung. Ihr seid gerne dazu eingeladen, mich dabei zu begleiten. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal und setzt die Glocke. Dankeschön fürs Anschauen. Euer Harald. Liebe Grüße aus dem Harz bei Wernigerode. Tschüss.